Herzlich willkommen zu Statistik Grundlagen 4.6 Korrelation. Wir sind jetzt beim Thema Anwendung und Grenzen der Korrelation. Wir wollen uns also in diesem Video damit beschäftigen, wofür kann ich die Korrelationskoeffizienten, die ich jetzt gelernt habe, anwenden und wo sind die Grenzen erreicht, wo ich Korrelation nicht mehr anwenden kann. Und das hängt ein bisschen mit den Voraussetzungen der Korrelation zusammen. Punkt 1, Korrelation funktioniert nur bei linearen Zusammenhängen. Das ist natürlich eine Vereinfachung. Wir sprechen ja hier bei Statistikgrundlagen immer von der linearen Korrelation. Und da sagt der Name schon, die lineare Korrelation funktioniert nur dann, wenn ich auch in der Natur der Dinge auch einen linearen Zusammenhang habe. Ich habe Ihnen hier mal ein Schaubild mitgebracht mit zwei Streudiagrammen, die das Problem verdeutlichen sollen. Wir haben auf der linken Seite einen Zusammenhang von R gleich 0, also keinen Zusammenhang. Wir haben aber auch rechts R gleich 0. Und da sehen Sie, das ist natürlich ein Problem. Links ist es wohl so, wir haben wirklich keinen Zusammenhang, bunte Pünktchenwolke. Aber rechts sieht man, na, irgendwie hat es schon einen Zusammenhang. Aber es ist eben kein linearer Zusammenhang. Der Zusammenhang sieht eher aus wie so eine Kurve. Und das Problem ist bei so einer Kurve, Sie können hier keine Linie durchzeichnen. Und weil das eben nicht geht, funktioniert eben lineare Korrelation nicht. Und wenn Sie hier eine Pearson-Korrelation zum Beispiel berechnen, kommt da 0 raus. Das Problem ist aber, in der Natur der Dinge gibt es hier wahrscheinlich einen Zusammenhang, wie man sieht. Ein schönes Beispiel hier, das ich mal von Studenten gehört habe, was ich sehr passend finde tatsächlich ist, nehmen wir mal an, wir hätten hier unten das Alter und hier oben haben wir die Party-Häufigkeit. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ne? Nehmen wir mal an, wir haben praktisch hier im vorderen Bereich, sind sie irgendwie 12, 13, 14, kommen langsam in die Pubertät, die Partyhäufigkeit nimmt zu. Und dann nehmen wir mal an, wir hätten hier so die 20er Jahre, wo sie richtig viel Party machen, dann kommen sie in die 30er Jahre und dann nimmt es wieder ab, weil dann kommen die Kinder und ich kann Ihnen sagen, da nimmt es rapide ab. Ja, also das wäre so ein Beispiel, um es einfach mal ein bisschen griffiger zu machen, wo sowas in der Natur vorkommen kann. Und wenn Sie da in dem Fall dann eine Pearson-Korrelation rechnen zwischen Partyhäufigkeit und Alter und Sie haben eben junge, mittelalte und ältere Menschen drin, dann kann sein, da kommt eine Korrelation von 0 raus. Aber in Wirklichkeit gibt es da einen Zusammenhang, der ist eben nur nicht linear, der ist nicht wie eine Linie, dass man immer mehr Party macht, leider nicht, sondern der ist eher so. Und um das zu beschreiben, das funktioniert eben nicht mit der linearen Korrelation. Hier mal als Ausblick behandeln wir nicht in Statistik Grundlagen, aber es gibt andere Formen der Korrelation, quadratische Funktionen, die man hier zum Beispiel anwenden könnte, also quadratische Korrelationsfunktionen, quadratische Regressionsfunktionen. Das geht aber ein bisschen über das Thema Statistikgrundlagen hinaus. Sie sollten aber wissen, Statistikgrundlagen beschäftigt sich mit den Standardkorrelationsmaßen, die auch draußen in der Industrie viel verwendet werden, wie vor allem die Pearson-Korrelation. Und die funktioniert eben nur, wenn ich tatsächlich auch da draußen in der Natur einen linearen Zusammenhang habe. Und es gibt noch ein zweites Problem oder Herausforderung bei der Interpretation von Korrelation und das ist mir fast noch wichtiger. Korrelation bedeutet nicht, oh, ich wollte es nicht durchstreichen, ich wollte es unterstreichen, weil es so wichtig ist. Korrelation bedeutet eben nicht Kausalität. Und das haben ganz viele Menschen da draußen noch nicht verstanden. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen wir an, wir finden heraus für unsere Burgerkette, wir haben eine Umfrage gemacht, wie viel Burger isst eine Person? Oder vielleicht ein unabhängiges Marktforschungsinstitut hat es herausgefunden, dass Personen, die mehr Burger essen, auch häufiger depressiv sind. Ne? Und wir haben im einfachsten Fall herausgefunden, es gibt hier eine Korrelation von, nehmen wir mal an, die ist sogar größer als 0,5, also eine starke Korrelation, positiv. Das heißt, mehr Burger, Menschen, die mehr Burger essen, sind häufiger depressiv. Menschen, die weniger Burger essen, sind weniger häufig depressiv. So kann ich diesen Korrelationskoeffizienten interpretieren. Was aber leider dann viele machen, wenn sie sowas lesen, ist folgende Interpretation. Die sagen dann, mehr Burger führt zu mehr Depression. Das ist falsch. Also das muss nicht falsch sein, aber es muss auch nicht richtig sein. Fakt ist einfach nur, wir können aus der Korrelation das hier nicht schließen. Das geht nicht, denn um es einfach mal zu entkräften, es könnte nämlich genauso auch andersrum sein. Korrelation sagt keine Richtung, sagt nur, es gibt einen Zusammenhang, wie rum der ist, wissen wir nicht. Es könnte ja auch sein, dass der Zusammenhang in die andere Richtung geht. Und das wäre dann zum Beispiel, dass man sagt, Menschen, die depressiv sind, essen mehr Burger. Das heißt, die Ursache ist die Depression und die Folge von der Depression ist, dass die Menschen mehr Burger essen, nicht andersrum. Also nicht die Burger, das
Tatsache, dass die Menschen Burger essen, ist kausal verantwortlich dafür, dass die Menschen Depressionen kriegen, sondern genau andersrum wäre genauso eine zulässige Interpretation, dass ich sage, Menschen, die depressiv sind, sind oft traurig und gehen dann Burger essen. Ja. Und das würde genauso funktionieren. Also diese Richtung kann ich nicht sagen, welche Richtung dieser Zusammenhang geht. Deswegen kann ich Kausalität nicht aus Korrelation ableiten. Und das noch häufigere und größere Problem ist das hier, nämlich das Problem der Z-Variable, so wird es oft in der Theorie genannt. Z-Variable, deswegen, wenn man ja, haben wir ja immer bisher x und y gehabt für die zwei korrelierenden Variablen. Und z wäre dann einfach eine dritte Variable, die mit beiden anderen stark korreliert ist. Und das heißt, dass eigentlich diese z-Variable die Ursache ist. Und hier mal als Beispiel könnte es sein, dass Menschen, die in der Stadt wohnen, einfach häufiger depressiv sind und häufiger Burger essen. Also es ist aber unabhängig voneinander. Es hat gar nichts miteinander zu tun, aber hängt eben beides mit dem Thema Stadt und Land zusammen. Und das würde dazu führen, wenn ich jetzt eine große Studie mache, dass Menschen, die auf dem Land wohnen, die sind weniger häufig depressiv, essen auch weniger Burger. Menschen, die in der Stadt wohnen, sind häufiger depressiv, essen auch häufiger Burger. Das würde dazu führen, dass ich so eine, man entspricht dann auch von so einer Scheinkorrelation habe. Also es gibt hier schon eine Korrelation, aber es ist eben keine Kausalität. Das eine bedingt nicht das andere. Es wird nur durch diese Drittvariable, durch das Thema in dem Fall, wie man im städtischen oder ländlichen Raum wirkt, wird beides gleichermaßen beeinflusst. Und um Ihnen zu zeigen, dass das echt ein Problem ist, das da draußen vorherrscht, habe ich Ihnen mal einen aktuellen Artikel aus einer Zeitung mitgebracht, aus den Stuttgarter Nachrichten. Forschen und Lehren finde ich einen sehr, sehr spannenden Artikel, weil eine spannende Studie zitiert wird. Studenten, die regelmäßig ein Bierchen zwischengehen, brechen ihr Studium seltener ab als andere. Hört, hört. Das haben dänische Forscher bei einer Befragung von rund 14.000 Studenten herausgefunden. Also Forscher, dänische Forscher, große Studie, 14.000 Studenten wurden befragt. Wow. Ja, und das ist doch verlässlich. Das heißt, Menschen, die mehr Bier trinken, brechen weniger häufig ihr Studium, sind erfolgreich im Studium, also gehen sie los und trinken sie Bier. Nicht so schnell, würde ich als Statistiker sagen, denn, und da komme ich jetzt wieder auf dasselbe Thema, diese Forscher haben nur herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt. Das war eine rein korrelative Studie. Das heißt, sie haben gefragt, wie viel Bier trinken sie und wie häufig oder wie stark ist ihre Tendenz, ihr aktuelles Studium abzubrechen. Und die haben herausgefunden, dass Menschen, die häufiger Bier trinken, seltener ihr Studium abbringen oder abbrechen, um es einfacher zu machen, erfolgreich im Studium sind. Und Menschen, die weniger Bier trinken, weniger erfolgreich waren in ihrem Studium, sind nach eigener Befragung. Das haben die Forscher herausgefunden. Der Rückschluss, der kausale Rückschluss jetzt zu sagen, hey, mehr Bier trinken führt dazu, dass man erfolgreich ist im Studium, ist eben so direkt nicht zulässig. Leider. Und zwar aus folgendem Grund. Einmal kann der Zusammenhang, den ich aus dieser Korrelation ableite, in beide Richtungen gehen. Das heißt, es kann so sein, dass natürlich ist es eine Möglichkeit, dass ich aus den Daten rauslesen kann, dass das Biertrinken dazu führt, dass man erfolgreicher ist im Studium. Es kann aber auch genau andersrum sein, dass nämlich Menschen, die erfolgreich im Studium sind, mehr Bier trinken. Und das ist eine genauso plausible Erklärung aus den Daten heraus zumindest wie die andere, dass ich einfach den Effekt habe, dass Menschen, die erfolgreich sind im Studium, die gut klarkommen, die keine Probleme haben, die keine Angst vor Klausuren haben, ja, dass die sich eben auch häufiger mal leisten können, in eine Bar zu gehen mit ihren Freunden und einen zu trinken. Und ich finde jetzt rein formal ist das eine genauso gültige Erklärung dieser Korrelation wie die andere. Deswegen kann ich nicht auf Kausalität rückschließen. Und es kann natürlich auch eine Drittvariable geben. Und das finde ich hier auch eine sehr plausible Erklärung dieser Korrelation. Und die Drittvariable, die plausibelste aus meiner Sicht, vielleicht finden Sie noch eine plausiblere, aber die plausibelste aus meiner Sicht wäre das Thema soziale Kompetenz. Ja, dass Menschen, die eben sehr sozial ausgeprägt sind, erfolgreicher sind im Studium, das beweisen tatsächlich auch viele Studien, die bilden immer häufiger auch Lerngruppen, tauschen sich mehr aus, sind integriert und deswegen auch erfolgreich im Studium, brechen häufiger Studium ab. Das kann eine sehr, sehr gute Erklärung dafür sein. Und Menschen, die aber eben sozialer sind, gehen häufiger auch mit den Freunden ein Trinken. Ja, und dass eben beides von dieser Drittvariable, von dieser Z-Variable der sozialen Kompetenz abhängt. Also all diese drei Möglichkeiten sind mögliche Erklärungen dieser Korrelation zwischen häufigen Bierkonsum und Erfolg im Studium. Deswegen ganz wichtig, merken Sie sich das, was ich hier dick rot unterstrichen habe. Korrelation ist interessant, erlaubt aber verschiedene Rückschlüsse und bedeutet eben nicht den Beweis einer Kausalität. Wenn Sie eine Kausalität beweisen wollen, müssen Sie ein Experiment machen. Das ist der einzige Weg, wie Sie eine kausale, also wenn Sie wirklich beweisen wollen, dass, ich mache es hier mal einfach, dass mehr Bier dazu führt, dass man erfolgreicher ist im Studium. Der einzige Weg, das zu tun, wäre ein Experiment.
Und üblicherweise mit einer Kontrollgruppe. Das heißt, sie haben eine Gruppe Studierende, die zwingen sie, Alkohol zu trinken. Die andere darf keinen Tropfen trinken und sie vergleichen deren Erfolg. Sie müssen alle Umfeldvariablen entweder randomisieren oder konstant halten. Am besten sperren sie die noch in ein Labor ein und sie merken, ethisch wird das nicht mehr ganz vertretbar. Aber das wäre rein versuchsplanungstechnisch, also methodisch, der einzige Weg, tatsächlich eine Kausalität zu beweisen. So viel zum Thema Interpretation und Grenzen der Korrelation.